Ja, geil. Also, kostet bestimmt auch nicht viel, so, ne? Aktuell im Shop. Leto. Guck mal, das kostet 5 Euro. Nee, also immer außen rum zu laufen, also du meinst jetzt hier am Rand, dann sammeln sich halt viele an und wenn die dir dann immer weiter hinterherlaufen, dann blockieren die den Weg. Also das siehst du später wahrscheinlich sehr gut, falls ich so lange überlebe. Die blockieren immer sehr schnell dann den Weg von vorne und dann kannst du halt, also musst du durch die durchlaufen und das killt einen dann meistens. So wie der da gerade, ne? Der ist ja direkt vor mich gelaufen. Wäre ich jetzt in den reingelaufen, dann bin ich so wie tot. Aber später sieht man das umso besser, wenn alles voll ist. Deswegen muss man eigentlich nur genug Schaden haben, um alles mal zu killen. Dann passiert das nicht, dass alles voll ist. Ah, stimmt. Ja. Genau. Ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, man muss auch so ein bisschen Skill wieder haben, also was so Dodgen angeht, aber das kommt mit der Zeit auch für alleine sehr gut. Und bei dem Charakter, den ich jetzt hier spiele, normalerweise zahlst du halt mit diesen Münzen links oben, die du siehst, ne? Also ich habe ja hier aktuell 131 Münzen, das sind jedes Mal durch die Materialien, die hier auf dem Boden rumliegen, mehr. Und ja, damit zahlst du da eigentlich deine Items und so. Und ich spiele aber einen Charakter, der zahlt mit seinem Leben für Items. Und ja, der kriegt aber dafür auch am Ende der Runde die Hälfte seiner Materialien als Leben oder so. Irgendwie, der kriegt das auf jeden Fall verrechnet. Ne, das siehst du jetzt gleich, wenn du links oben auf die Materialien achtest, die werden am Ende weniger und mein Leben wird am Ende viel mehr sein. Weil ich bis dahin noch lebe. Ja. Vorausgesetzt das. Ja, guck. Jetzt habe ich nur noch 146 Ressourcen, habe dafür aber 38 Leben. Das ist halt immer praktisch. So im Live-Rack, die sollten wir auch mal starten. Wir haben immer noch kein Zepter, das ist so scheiße. Aber vielleicht brauchen wir genau das jetzt hier, so wie es jetzt ist. Ja, machen wir mal so und... Komm, wir believen, dass wir mehr Gegner aushalten können. Wir können uns immer noch keine Damage-Sachen gerade holen, ne? Wenn den nächsten Level ab oder so, müssen wir gleich mal gucken, dass wir mehr Damage kriegen. Die Wave ist ja als einziges noch okay. Ich will noch gut stacken. Wir brauchen Flat Nahkampfschaden. Lebensabzug haben wir auch gar keinen. Rüstung und so bräuchten wir wahrscheinlich auch. Der hat uns 11 Schaden gemacht, das heißt dreimal gehittet werden und wir wären tot von dem relativ schnell hintereinander. Den können wir wahrscheinlich noch nicht schnell genug töten. Weil der ist gestorben gerade. So. Jetzt. 12% Schaden, so, das brauchen wir nicht. Wie viel Tick-Speed haben wir? 30%. Dann machen wir mal Range. Ist ja auch wie Damage. Sag ich jedes Mal jetzt. Also wir kriegen keinen flatten Schaden, ne? Das ist so schade. Ah, 3% Lebensabzug, dann nehmen wir halt das. Hier können wir auch das nehmen. So, die Musik war gerade ein bisschen leiser wieder. Gar nicht mal mehr so sehr im Hintergrund. Und dann gone.
schaffen. Genau, man spielt hier eine Kartoffel. Und ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie Aliens oder, ja, Viren würden, glaube ich, Sinn machen. Chili oder, was weiß ich, Sporen. Keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Da gibt es bestimmt eine Lore zu. Da kann man das bestimmt sich mal anlesen. Aber, ja, das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Deswegen am Ende da reinsteppen. Wir hoffen, dass man nicht stirbt. Bist du? Eifreck. Oh. Sehr gut. Und ein Geschütz, was inzwischen durchhielt, wäre vielleicht auch ganz gut. Oh, brauchen wir auch lange, um einen davon zu töten. Krass. Okay. Ja, also es sieht theoretisch ganz gut aus gerade. In der Praxis habe ich immer noch Angst, einkaufen zu gehen. Ich kann halt wirklich nicht viel rollen und viel kaufen leider gerade. Ja, ist alles gut. Mal. Oh, 9% Crit-Chance. Okay, jetzt hätten wir einen Zepter. Da kombinieren wir überall das. Tick-Speed ist so auch ganz wichtig. So. Gegen Virus oder Würmer stimmt das. Der arme die armen Kartoffeln. Du lebst auf einem Planeten, auf dem nur ein Kartoffelmark. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Kartoffeln sich gut zu wehren wissen. Also, es gibt ja hier auch andere Waffen. Schusswaffen oder so. Die haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen, weil wir mit diesen ätherischen Waffen spielen. Und damit bekommt man mehr Leben und sowas. Und Attack Speed und Schaden. Und das in der Sandbox-Modus. Und eigentlich wollen wir das abusen, dass wir davon ganz viel haben. Weil wenn wir davon ganz viel kriegen, dann brauchen wir halt uns nur um die Defense zu kümmern. Und die ist sehr wichtig gegen so Gegner hier. Aber den Boss kriege ich wahrscheinlich trotzdem nicht, den Zwischenboss hier. Der hält einfach zu viel aus. Bin froh, wenn ich überhaupt überlebe. Hm. Wie sieht's denn bei dir in deiner Welt aus? Gab's da nicht letztens irgendein Update oder du hast ja irgendwas von einem Event gesagt? Na, dieses 10-Jahre-Ding oder sowas. Hörte sich ganz interessant an. Gab's da auch irgendwas anderes noch zu? Ja, es gibt wieder Updates. Okay, das Zepter macht nur 24 Schaden, tatsächlich ist sehr übel wenig. Oh oh. Oh Gott.
Okay. 107 Leben. Hexweed Range minus Rüstung. Ja, Lebensabzug. Das ist aber nicht so cool. Welle 14. Aber das endet niemals. Na, das heißt, wir stacken ja im Prinzip auch immer unendlich viel prozentualen Schaden. Ich habe noch ein paar Freunde in meiner Welt eingeladen und sie haben deinen Körper gesehen. Wie? Wo lag ich denn? Bin ich etwa gestorben bei dir in der Welt? Nein! Gott, oh Gott. Es war so schwierig. Es war aber so verlockend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welle 14, Leute. Mit 62% Attack Speed und 83% mehr Schaden. Aber nur 10 Nahkampfschaden, ne? Man kommt da einfach nicht durch. Wie viel Range haben wir? 90 mehr Range. Neuer Versuch. Aber es muss doch funktionieren. Irgendwie muss es möglich sein. Bin mir da ziemlich sicher. Auch mit ätherischen Waffen, sonst wären die total unbalanced. Wir kriegen den Baum nicht down. Der schwarze Knochenboss. Ja, gut, da sind wir sehr oft gestorben, natürlich, ne? Da haben wir ja ein, zwei Problemchen gehabt, sage ich mal. Magus, Tempo, Reichweite. Und die spielen das auch viel, oder wie? Also Don't Starve Together. Ja, ich spiele jetzt immer am Freitag mit der Gruppe. Ja, okay, das ist natürlich auch cool, wenn man da festgelegt mit noch so ein paar Leuten, die vielleicht auch so viel Erfahrung haben, dann noch spielen können, weil bei Happy Meal war das ja, wir sind ja ganz neu gewesen. Und, also zu dem Game selber. Deswegen. So, Tempo, ne? Können wir nehmen einmal Tempo mit. Jetzt kriegen wir wieder nichts. Gott, oh Gott. Besonders, also wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir in die Gruppe, also als Gruppe, dann da halt jetzt in deine Welt gegangen wären zum Beispiel. Um dann da halt effektiv was Sinnvolles zu veranstalten, außer jetzt sagen wir mal die Bosse zu legen. Da wissen wir dann ja von nie irgendwas Bescheid. Also allein schon, wenn man überlegen muss, welche Rezepte kocht man wie und alles drum und dran, ist natürlich viel angenehmer, wenn man dann mit Leuten vielleicht dann da auch spielt, die so ein bisschen Ahnung haben. Und bei uns war das auch sehr witzig, auf jeden Fall. Aber ja, wir waren auf jeden Fall noch nicht so gut. Ist kein Problem, ich befürchte nur, dass mein schneller Prozess euch gestresst hat. Nö, also, weiß ich nicht. Mich auf jeden Fall nicht.
Ich habe ja trotzdem versucht, so mein Spiel so zu spielen, dass ich überlebe. Was mich gestresst hat, war die Welt selber. Das Spiel selber ist halt wirklich nicht leicht am Anfang, weil du musst halt irgendwie herausfinden, wie du erstmal überlebst, was du kochst dafür. Allein schon das Überleben war schon ein schwieriges Problem mit Ressourcen sammeln und Co. Und in der Kombination mit Essen und Bossen hatte ich halt echt Probleme, ne? Und Happy ja auch. Weil wir halt keine Ahnung hatten, was wir gegen die machen können und sollten. Dieser Froschregen zum Beispiel, den wir hatten oder so, das hat uns ja komplett überfordert alles. Diese ganzen Bosse, die dann kamen, dann waren das nicht mehr ein Boss, sondern waren das irgendwie drei Bosse und wir konnten nicht einen davon selber legen im Prinzip. Ja, es ist auf jeden Fall schon witzig gemacht, aber ja, man muss mal halt viel spielen, um ein bisschen reinzukommen, auf jeden Fall. Ja, das ist das Einzige, was wirklich gestresst hat. So, bei deinem Fortschritt, da hat ja keiner im Prinzip was von mitbekommen. Du hast nur ab und zu Sachen vorbeigebracht, die halt wichtig waren, um Progress machen zu können. Ja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes erstmal. Sehe ich zumindest so. Wir brauchen unbedingt Nahkampfschaden, Leute. Kriegen halt alles außer Nahkampfschaden, ne? Krass. Da, Nahkampfschaden. Wichtiger als alles andere. Sonst decken wir keine Attack Speed. Neun Schaden. Was ist das denn? Aber wie leicht das halt auch mit anderen Waffen ist, das Spiel, ne? Also, wie schwer wir es uns die ganze Zeit hier machen. Aber es ist halt das Geilste von allem. So, finde ich, für mich ist das das Geilste. Nicht, weil es schwer ist, sondern es ist das Geilste, weil es, wenn du über einen Scaling-Berg, sagen wir mal, bist, dann wird es halt nur noch besser. Und ich weiß nicht, wie krass das im Sandbox-Modus dann auch noch skalieren kann. Wenn du halt dann auf einmal so übertriebenst viel Attack-Speed, übertriebenst viel prozentualen Schaden hast und immer weiter Leben stackst. Und dann im besten Fall die Kartoffelkanone halt rausholst, ne? Wow, endlich eine Axt. Sehr gut. In Welle 7 haben nur Stufe 1 Waffen, machen 10 Schaden. Geil. Das ist nichts. Minusschaden machen wir. Naja, aber wir müssen es versuchen, ne? Wenn man es nicht versucht, können wir es nicht schaffen. Eieiei, wir standen sehr lange da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Siehst du, die haben mir zum Beispiel da jetzt einfach den Weg abgeschnitten, dann kann man da leider nicht mehr lang. Und dann stirbt man halt logischerweise. Ich zeig dir mal, wie das Spiel läuft, wenn man andere Waffen mitnimmt. Was können wir denn Lustiges mitnehmen? Taser, guck mal, der hat Elemental Damage, sehe ich gerade, ist ja witzig. So wie der, aber ohne Explosion. Langsam Gegner im Umkreis. Dämon hat gar keine Schusswaffe, Mann. Hier, der ist 1000 Sasser. Du kannst 12 Waffen gleichzeitig ausrüsten, minus 5% Schaden für jede Waffe. Ja, ich muss mal ganz kurz auf Klo. Heiße Kartoffel. Das sind alles, ja, Rotatoes halt, ne? So sieht das Spiel halt aus, ne? Dann halt die ganzen Klassen und so. Ja, ist schon sehr witzig. Ein Kämpfer, doch von außen fällt der Rost ab. Viel zu lange schweige ich mein Leben.
wieder da. Geil. Okay. Zum Beispiel. Wenn wir jetzt mit dem bei 5 auf schwierigster Schwierigkeitsgrad anfangen, ne? Dann sieht das halt schon ganz anders aus. Allein das ist schon viel leichter, ne? Kein Kampf oder so, einfach ganz entspannt. Glück. Ach ja, schön. Wird mir auf jeden Fall gleich noch was zu essen machen. Und ich weiß noch gar nicht genau was. Also möglich sind halt Nudeln kochen, ein geiles Gericht selber zaubern. Wir haben halt echt geile, so Tagliatelle heißen die, oder wie auch immer. Ich kann das nicht aussprechen. Das sitzt sich immer falsch an, egal wie man es sagt. Die sind immer geil. Die haben wir da. Und ich weiß nicht genau, ob die, wait. Natürlich nicht minus 5% Schaden für jede Waffe, die du besitzt. 15%. Das wird hier gar nicht angezeigt. Sehr witzig. Ja, genau. Die mit einem geilen Essen dazu oder halt einfach so ein nochmal so Piccolinis oder so. Ich habe halt gestern Flammkuchen gegessen, auch wenn der sehr trocken war. Eins von beidem. Also die Frage, was könnte man da Schönes zu essen machen? Lebensabzug. Ich habe gerade knusprige mit Lachsfrischkäse vorbereitet. Knusprige was? Da fehlt das Wort. Mit Lachsfrischkäse vorbereitet. Also wahrscheinlich Sushi oder was? Was ist denn? Oder frittierte Sushi? Also knusprig ist der Zustand, ne? Wie knackig oder zum Beispiel saftig ist auch wie etwas ist. Aber das beschreibt nicht das, was es ist. Da fehlt ja das knusprige Sushi oder knusprige Chicken Wings oder so, ne? Also trockene Brotscheibe, trockenes Brot. Ah. Das heißt, du hast Brot angebraten wahrscheinlich und dann Lachs und Frischkäse drauf gemacht, oder wie? Das ist ja auch sehr experimentell. Gechner-Tempo. Wieso nicht? Kann nicht schaden. So ungefähr. Ich bin halt auch jemand, der kocht sehr gerne, aber ich weiß halt nie was. Also ich mache tatsächlich immer übelst also mir übertrieben viel Arbeit immer für mein Essen. Aber eigentlich weiß ich nie, worauf ich Hunger habe. Und ich bin halt auch nie sehr wählerisch. Das ist halt total dumm. Also ich könnte halt auch jeden Tag wirklich einfach nur Brot und Aufstrich essen. Ab und zu noch ein gekochtes Ei oder Rührei dazu. Das würde mir, glaube ich, jeden Tag schon einfach reichen. Beste Ernährung einfach. Schaden. Ein Raketenwerfer. Rückstoß. Ist gar nicht, was wir hier genau machen. Gar nichts Spezielles vorgehabt gerade.
eigentlich nicht so schlau, was wir hier gerade machen. Mehrfach Schrotflinte kombinieren. Yay, noch eine Range-Waffe. Der Raketenwerfer wäre, was die Explosion bei dem Elementar-Dude angehen, relativ lustig, wenn die dann noch igniten könnten, ne? Ich meine, man hat dann zwar 6, aber man müsste halt auch auf jeden Fall Tech-Speed skillen dann. Halt einmal alles Elementar-Technische vorbereiten, ne? Scheiße. Ach, krass. Ey, wir verlieren heute nur Heavy. Wir spielen wieder ihn. Wird besser. Es gibt so viel lustigen Stuff mittlerweile. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können es mal so versuchen, macht aber tatsächlich sehr wenig Sinn, wie man, finde ich, hier schon gut sieht. Wir kriegen halt nicht viele gleichzeitig getötet, das heißt, hier bleibt sehr viel übrig, wir kriegen weniger Ressourcen. Ja. Haben wir natürlich viele davon bekommen, ist natürlich extrem praktisch, holy shit. Geil. Singen. Jetzt haben wir 6 Leben, aber jetzt haben wir auch 6 von den Dingern hier. Hat mir das Problem schon mal im Early Game gefixt, dass wir keinen Dings bekommen. Jetzt müssen wir trotzdem extrem viel Projektilschaden haben. Lebensabzug. Attack Speed. Irgendwas, was mir auch mehr Erfahrung mit. Wenn ich keine Idee habe, Döner, Pizza oder Spaghetti. Ja, Spaghetti ist einfach geil, ne? Aber ich weiß nicht. Ich hätte mal Bock, so ein. Weiß ich nicht. Ein interessantes Nudelgericht habe ich auch nie auf Lager. Ne? Bei mir gibt es halt immer diese 3 Varianten. Und am liebsten esse ich halt einfach eine Ölnudel mit Knoblauch. Das ist halt einfach so, keine Ahnung, das ist übel schnell gemacht. Das ist immer geil. Das ist wirklich jedes Mal lecker. Wenn man das ein Parmesan drauf macht, schmeckt das so lecker. Und eine Tech-Speed. Dann mal Live-Rack. Einmal alles gestartet hier. Range.